Hallo meine Freunde, da bin ich wieder, euer King Cyrus und willkommen zur neuen Aufnahmesession von Faz, unserem kleinen süßen Indie-Game an der Seite von Mario Gomez. Nein, nicht ganz natürlich, nur von Mario. Nee, Moment, so war Gomez. Nein, ich mache natürlich Spaß. Ich weiß natürlich noch den Namen unseres Helden. Ich will hier einfach nur ein paar schlechte Witze reißen. Ja, und da kommt der erste Absturz des Tages. Yay. Super. Wir haben beim letzten Mal die kleine Bibliothek von Alexandria oder was auch immer das hier. Ne, halt, falsches Fenster. Genau, hier rum. Erkundet. In dem Raum war ja irgendwas gewesen, beziehungsweise es gibt eine Verbindung, aber. Hier wird aber auch nichts mit Geheim angezeigt, aber es soll trotzdem eine Verbindung geben. Ich bin verwirrt. Gut, wir wollten zurück. Ich wollte an diesen Punkt zurücklaufen und von da aus noch ein bisschen forschen und sollte sich nichts finden. Wollte ich von hier aus dann in die Kanalisation reisen. So, na, komm, lass dich fallen. Sehr schön. So, und hopp. Ja, ich habe mir auch wieder überlegt, worüber ich mit euch reden könnte. Moment mal, da oben geht's ja noch weiter. Da war ich beim letzten Mal gar nicht, ne? Nee, ich bin beim letzten Mal direkt in diese Tür rein und das war's. Ah. Ja, ich bin heute sehr gut, wenn es um das Springen geht. Ich bin ein Meisterspringer. Irgendwie nicht. Naja, furchtbar. So, nee, Moment, das ist das Falsche. Und ich habe mir natürlich auch wieder, sagen wir mal, ein Thema überlegt. Okay, ich glaube von hier aus ist es jetzt okay, ja, weil dann kann ich hier rüber hoch. Genau. Hoch. Ist das ein Zeitschaltuhr getaktetes Ding oder was? Oh Gott, Tatsache. Ich habe mir natürlich. Oh, wir haben da oben sogar eine riesige Uhr. Wie geil ist das denn? Alter. Bau doch nicht solchen Unsinn, kleiner Gomez. Hallo Gomez. Weißt du, wie spät es ist? Es ist Würfelzeit. Ja. Was sollte das jetzt? Gott, das ist sogar eine dreidimensionale Uhr. Ah, scheinbar nur zu bestimmten Uhrzeiten. Ah, nicht runterfallen, Kleiner. Nur zu bestimmten Uhrzeiten ist der Würfel für uns zu sehen. Gut, während wir dann gerade auf die Uhr warten und darauf hoffen, dass wir. Ich glaube, das war hier irgendwie so, ne? Ich hoffe mal, das ist richtig. Während wir gerade auf die Uhr warten, will ich euch mal sagen, was ich mir diesmal als Thema überlegt habe. Und zwar will ich so ein bisschen auf der Welle vom letzten Mal reiten. Na? Yay! Yeah! 32 Würfel. Du hast es geschafft. Jetzt kannst du die Tür in der alten Stadt öffnen. Okay. Seht ihr das auch, dass der rote Zeiger jetzt weg ist? Und die anderen Zeiger bewegen sich nicht. Die Frage ist, ob sie sich bewegen können und ob sie vielleicht noch mehr Würfel offenbaren dann. Vielleicht auch nicht. Oh Mann, das wird jetzt. Hab ich. Nein! Oh Mann. Ja, eigentlich wollte ich euch ja das Thema offenbaren. Das Thema ist diesmal noch ein bisschen ja, nicht Zeichentrickschiene, aber sowas ähnliches. Und zwar ist es,
Disney, das ich diesmal als Thema mir überlegt habe. Beziehungsweise. Beziehungsweise, haben wir dann hier alles? Kommen wir hier zu diesem Portal-Ding, wenn wir darüber gehen, ne? Ja, dann springen wir da mal rein. Beziehungsweise es sind die Disney-Filme. Und ich komme auf dieses Thema, weil ich habe jetzt vor kurzem ein Video gesehen von dem guten Dark Victory, der von Die Schneekönigin ein Lied parodiert hat. Und zwar hat er das. Es gibt noch vier Wege, die ich noch nicht ergründet habe. Die sollte ich mal mir anschauen. Und zwar hat er das Lass jetzt los, was bei der Schneekönigin. Ups, da wollte ich gar nicht ran. Was im Film Die Schneekönigin von Elsa gesungen wird, hat er parodiert. Und hat das sehr schön gemacht, weil haben wir den Raum schon erforscht. Ach komm, gehen wir einfach mal rein, dann sehen wir es ja. Ah ja, genau, hier waren wir schon drin gewesen. Und zwar hatte er aufgegriffen, dass Disney ja dank Pixar, die sie ja aufgekauft haben, im Grunde nur noch CGI-Filme machen. Sprich computeranimierte Filme. Sowas wie eben Die Schneekönigin. Und dabei ja die guten alten, wirklichen Zeichentrickfilme. Hoch. Das war doch. War das vorher auch schon kaputt hier? Ich habe das Gefühl, das war vorher nicht kaputt. Und hier sind noch Türen, da gehen wir natürlich auch vorher erst noch rein. Bevor in die alte Stadt und die Kanalisation gehen. Yay! Oh, hier haben wir eine Abkürzung. Natürlich schauen wir uns da mal kurz an, was, wohin führt uns die Abkürzung? Gut zu wissen. Die ja jetzt eigentlich keine handgezeichneten Zeichentrickfilme mehr machen. Küss den Frosch war da ja im Grunde nach Jahren das. Wohin führte der nochmal? Das erste Werk, das handgezeichnet wieder war. Oh, da sind wir jetzt wieder da oben zurück bei der Bibliothek. Und der war schon cool. Also da kann man echt nichts gegen sagen. Der war schon sehr interessant gewesen. Aber das ist auch wieder so eine interessante Trendgeschichte bei den Disney-Leuten. Die verwursten ja momentan alles an, ich will nicht sagen Märchen, aber yay. Da sehen wir nicht, was dahin ist. Das sehen wir nur so ganz kurz. Aber da ist irgendwas auch. An der Wand. Komisch. Nee, falsche Richtung so. Die verwursten ja alles an Sagen oder Märchen, was die ja so in die Finger kriegen. Rapunzel, Schneekönigin, in der Vergangenheit natürlich auch schon mit Ariel ist ja, glaube ich, auch so. Ja, kein. Ein QR-Code. Ich frage mich, was das bedeutet. Das müsste man jetzt mal einscannen. Geh mal weg, Kleiner. Das müsste man jetzt mal einscannen, um mal herauszufinden, wohin dieser QR-Code einen bringt. Das wäre cool. Vielleicht sogar irgendwie Rätsellösung für eins der vielen Rätsel. Man weiß es nicht, man munkelt's nur. Was haben wir denn jetzt? Wir haben ja bei dem Thron da, ne, hier daneben. Naja, genau, da ist ein Geheimnis. Das war diese Wandgeschichte und der QR-Code ist noch ein Geheimnis. Und sonst gibt es nur noch eine Tür, das muss dann die hier sein. Die jetzt aufgebrochen wurde. Hoch. Ja, seht ihr, wusste ich's doch. Komm. Boah. Was ist hier geschehen? Weiß ich nicht. Aber das gefällt mir nicht so ganz, weil da muss ich aufpassen mit den Klettern und so.
Yay. Und bitte, bitte. Okay, das funktioniert hier rüber nicht. Muss ich hier hoch? Tschuck, tschuck, tschuck. Komm, hoch. Ich glaube aber, dass diese schwarzen Löcher permanent da sein werden. Habe ich irgendwie so die Befürchtung. Ja, komm, hoch. Jawohl. Das war jetzt so nicht geplant. Da, das ist auch nicht. Na, komm. Zack. Zack. Komisch. Komisch, komisch. So, ich habe auch das Gefühl, das wird ein bisschen schlimmer. Okay, da ist jetzt auch alles erforscht. Gut, ich würde mal sagen, wir fliegen jetzt zuerst in die Kanalisation. Super, dafür müssen wir auch erstmal wieder hochkommen. Ja, komm, wir gehen mal kurz da rein, damit die Bugs weg sind. Ja, was hatten wir noch? Schneewittchen natürlich vor langer, langer Zeit. Was haben die noch? Also viel natürlich gemacht. Und früher haben die sich auch mehr... Doch, das ist... Früher haben die sich auch mehr an den Originalmythen und Märchen orientiert, sage ich jetzt mal. Und heutzutage wird da mehr so ein bisschen, sagen wir mal, frei interpretiert. Also gerade das Lied von Dark Victory, der ja dieses Lass jetzt los aufgegriffen hat. Genau, da wollen wir hin. Der, das Lass jetzt los von der, aus dem Film aufgegriffen hat und, halt da so ein bisschen eine Parodie gemacht hat, wo er das ja auch so ein bisschen ankreidet. Da heißt es ja auch, mach aus Kai Elsa und mach die Anna mehr wie, Rapunzel und so Geschichten, oder halt auch, ne, dass die Zeichentrick-Leute, oh, hier gibt's ja auch nicht viel, aber ein bisschen, noch ein bisschen was zu entdecken und erforschen. Auf jeden Fall gibt es hier noch drei Wege, die wir beim letzten Mal noch nicht gesehen haben. Zum Beispiel hier die verschlossene Tür. Der letzte Schlüssel, vielleicht sogar der letzte Schlüssel, den es hier überhaupt gibt. So. Ja, da haben wir nämlich einen Weg. So, zack. Komm schon. Huch, noch ein QR-Code. Ich frage mich, was das bedeutet. Sogar mehrere QR-Codes sind alles dieselben. Ich würde es jetzt mal in meinem leichtsinnigen Wahnsinn behaupten, weil... Huch, yay. Weil die sahen jetzt sich schon ähnlich. Ich bin mir da nicht 100% sicher, aber gut. So, dann was haben wir noch? Zwei Türen noch. Das führt in eine ähnliche Richtung. Ich weiß nicht, hat das dann irgendwie zu bedeuten, dass die an derselben Stelle oder an ähnlichen Stellen sind, die Türen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist hier noch ein... Hier ist noch dieser eine Splitter, den wir damals gesehen hatten. Den müssen wir uns noch holen. Ja. So. Und einmal das Wasser bitte absenken. Und noch weiter. Und noch weiter. Ja, noch ein bisschen. Ja, komm. Das schaffen wir auch noch. Ja, reicht uns das nicht? Komm. Ja, so. So ist gut. So ist gut. So. Der macht sich ja in diesen Videos so ein bisschen... Oh, hier ist eine Tür. Auch. Ganz wichtig. Ist das? Ne, das ist eine andere Tür, die nochmal wo ganz anders hinführt. Wow. Wir nehmen den hier mal kurz mit. Gehen nochmal kurz zurück und merken uns diese Tür, weil da wollte ich jetzt noch nicht weiter erforschen. Hier haben wir wieder einen Geheimgang. Wo führte der uns hin? Oh, der führte uns hier hin. Können wir ja so rückwärts theoretisch laufen. Obwohl... Nee, ist ja auch doof. So, komm, wieder hopp.